Qualcomm, ja, überhaupt nicht schön, die nachbörsliche Reaktion hier. Gestern nachbörslich Zahlen, mixed, ja, also Gewinn geringer als erwartet, 2,15 Dollar, hat ganz knapp die Erwartungen verfehlt. Der Umsatz 9,3 Milliarden ist um 17% auf Jahresbasis zurückgegangen, hat die Erwartungen ganz leicht übertroffen. Das heißt, wir haben hier so ein typisches Ergebnis, naja, so, da haben wir es, ja, so ein typisches Ergebnis, gemischte Earnings. Na? Nur das Problem bei Qualcomm ist, dass diese gemischten Earnings, obwohl sie zum Teil etwas besser waren als erwartet, deutlich schlechter sind als die Werte des Vorjahres. 17% weniger Umsatz, 33% weniger Gewinn. Ausblick, drittes Quartal, schlecht. Ja, 9,1 Milliarden Umsatz waren erwartet, von den Analysten fürs dritte Quartal. Angekündigt worden ist jetzt eine Range von 8,1 bis 8,9. Also wirklich selbst in der obersten Spanne deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Und das Gleiche gilt für die Gewinne. Da war ein Konsens von 2,13 Dollar aufs nächste Quartal. Und angekündigt worden ist jetzt 1,70 bis 1,90. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir hierher kommen aus dem Juni-Quartal, von knapp 3 Dollar Gewinn und jetzt sind 1,70 bis 1,90 angekündigt. Naja, dann wissen wir, glaube ich, ziemlich genau, was hier die Tendenz ist, nämlich ganz klar weitere Verschlechterung. Ja, wir werden hier weiter deutlich schlechter performen als angenommen und auch oder als im Vorjahr. Und auch hier auf der Umsatzseite kommen wir von ungefähr 11 Milliarden und gehen jetzt im Mittel runter auf 8,4, 8,5 Milliarden. Also auch da geht es weiter bergab. Das sieht alles für Qualcomm nicht gut aus. Man hat jetzt im Earnings Call darauf hingewiesen, dass man sich darauf konzentriert, das Produktportfolio zu erweitern, sich also weiter zu diversifizieren, sich mehr von Apple zu lösen und so. Aber das sind alles Zukunftsgeschichten. Das muss man erst mal zeigen, dass das hier passiert. Ich würde im Moment die Finger von Qualcomm eher weglassen. Ja, die ist zwar günstig, die Aktie. Na, wenn wir uns das anschauen hier, auch historisch, liegt in den Forward Earnings 30% unterm Durchschnitt, in den Trailing 12-Month-Earnings 50% unterm Durchschnitt. Aber die Aussichten sind halt auch einfach viel, viel schlechter geworden, als sie vor ein paar Jahren noch waren. Und deswegen würde ich von Qualcomm lieber die Finger lassen.